So, und ja. Erstmal letzter Part für heute. Wie man es halt gewohnt ist, ne? Immer drei Parts Elements Destiny. So, die lassen wir mal schön unten, die Leiche. Und jetzt gehen wir erst einmal zu der Höhle hin, wo sich Erika mal beschwert hat. Ist ja zu dunkel. Denn jetzt haben wir Meister Lampe. Und wenn wir Meister Lampe haben, kommen wir da ohne Probleme hin. Ist einer der wir Meister Lampe? So, diese lustige kleine Höhle. Da gibt es einen schönen Gegenstand, den man sehr gut gebrauchen kann. Hat ein bisschen was von Pokémon. Mal wieder. Sicherheitshalber halte ich ihn beim Hoch. Weil das Drixi, was da kommt, ist nicht ganz ohne. Gott, ob meine ganzen Sachen für alles reichen, was ich da vorhabe. Bevor ich nämlich nochmal ausrüste. Ja, man hört es schon. Und es soll doch klar sein, was da auf mit uns lauert. Das Ding, was nämlich Tracy aufgefuttert hat. Ich meine, nur das war hier in dieser Höhle drinne, ansonsten war ja nix. Das Ding ist so gesehen optionaler Bossgegner. Tracy muss mir nochmal zur Zeit mal eben nieten, das Ding jetzt hier nicht unbedingt. Weil man muss nicht unbedingt die Lampe nehmen. Huch, da ist es ja schon. Sicherheitshalber speichere ich noch einmal. Ich weiß nämlich nicht, wie stark das Ding ist. Ist auf jeden Fall extrem fett. So, hast du Feuerschwäche? Nicht so. Schockfeil. Finsternis vielleicht? Kann sein. Stärke ich auf jeden Fall erstmal Elia. Ach, jetzt habe ich Feuer gemacht, Idiot. Finsteres. Oh, doch, 4000 Schaden ist schon nicht schlecht. Erstmal heilen. Was haben wir denn noch? Ja, vergiften. Versuchen wir mal, dich ein bisschen einzupennen. Verdrück mich immer. La 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 la. Gibt dir selber eine Barriere. Auf jeden Fall hier ein bisschen mehr Sachen geben. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte Erika mal stärken, damit der Schockfall ein bisschen mehr Schaden zieht. Und dann kann ich Erika an sich auch mal ein paar Mana-Tränke geben. Boah, diese Musik, ne? Ach, das ging doch halt einfach als irgendwie gedacht. Und wir haben Traces Lichtstich erhalten. Und den können wir sogar ausrüsten, und zwar für Melein. Gibt erstmal ebenso gut mehr Schaden und nebenbei hat es noch Lichtattribute in sich. So viel wie, wir machen damit Lichtschaden. Und das ist gerade da, wo wir hingehen wollen, extrem hilfreich. So. Sonst haben wir die super Magietränke, das da reicht für das, was wir hingehen wollen. Naja, das Einzige, was hier ist, ist diese komische Höhle, wo das Vieh halt pennt, frisst und so. Aber wir haben es relativ gut hinbekommen, wir haben fast ein Level up. Na, wir könnten ja jetzt noch quasi gegen diese komischen Waldviecher kämpfen, um unsere Level abzuholen. Nein. Ich kämpfe gegen diese Scheißviecher nicht mehr. Ich habe meine Gründe. Jetzt haben wir an sich alle Sidequests erledigt, die wir machen können, außer eine, und die werden wir jetzt noch gleich tun. Das ist nämlich irgendwie das Gruselhaus.
Und da muss ich meist mal gucken. Ah, erreichen wir es noch in diesem Part? Weil das ist gar nicht so einfach. Seltsamer Bildwechsel nebenbei. Und kriege ich es auf Anhieb auch locker hin. Ja, okay, sagen wir so, wenn ich drin bin, ist das große Haus eigentlich. Ja. Linear. Aber erstmal hinkommen. Da gibt es nicht auch so ein kleines Rätsel davor. Ja, so ist ja. Kleiner Fan von kleinen Rätseln. Und er baut mir wieder welche gerne hier ein. Sprich, ja nichts gegen mich zu sein, aber. Haha, verarscht. Ist hier nicht eigentlich noch Fred? Falls ja, kann ich bei ihm noch ein paar Tränke kaufen. Ne, der Penner ist weitergezogen. Okay. Schade, sonst hätte ich mir bei ihm noch was geholt, aber er ist halt nicht mehr da. So. Kurz, wie lange haben wir alles gemacht? Den Frosch haben wir gemacht, in Questa waren wir, in Desertia waren wir. Halt hier, wir haben eigentlich alles. Noch das Gruselhaus hier halt, ne? Eieiei, auf geht's. Ich weiß nicht, ob ich mich erschrecken werde. Vielleicht ja. Ja, erstmal in zwei Hälften zerteilt. So, erstmal ist interessant, dass wir nichts sehen können. Und dann gab es hier, glaube ich, irgendeine Art Trick. Was zum Teufel eine kleine Spinne? Öpp. Okay. Die Spinne kann ich anhauen, diese komischen Schatten kann ich nicht anhauen. Auf jeden Fall sind diese Viecher extrem Arschloch-like. Spontan weiß ich auch gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt die Spinne erledigen sollte. Ich glaube, durch eine Reschaffenheit macht das nicht Schaden, ne? Ja, das macht gut Schaden. Okay. Flucht fehlgeschlagen. Ich meine, kann ich die Schatten noch besiegen? Das weiß ich gar nicht. Ich probiere es mal aus, wenn ich mit Licht angreife. Ja, Licht macht darauf Schaden. Na doch. Einmal nur, damit ich mir die Gegner mal gezeigt habe. Das heißt, mit Licht mal alleine mache ich Schaden. Das heißt, muss Rika durchziehen. Kann ich sie noch ein bisschen heilen hier? Upsala, Moment. So. Und dann überlebst du das auch noch. So, das war's. Nicht mal irgendeine Musik danach. Neue Technik für Malign, was haben wir denn? Ach nee, es war nur Level Up. Gott, wie war das hier nochmal? Das war irgendwie leicht kompliziert hier. Zwei gewöhnliche Drecksspinnen. Machen wir die? Ja, bei Nord haben die anderen auch ein Level Up. Muss ich mal gucken, was sind die eigentlich für Schwächen? Reptilien, Wasserbestien, kann vergiften. Ja, ich glaube nicht, dass ich Spinne vergiften kann. Versuch mal einen einzupennen. Nee, versuch mal einen zu schocken. Ja. Untoten Dämonen, Dunkelheitsschein wird, glaube ich, nicht so viel Schaden machen. Gegner betäuben, Hurricane Schlitzer. Mal gucken, machst du mal Schwindschaden? Ja, geht so. Dann macht, glaube ich, Licht mit am meisten Schaden.
Das heißt, da Melania auch den Lichtstich hat, macht sie auch ein bisschen mehr Schaden. Warum greife ich mit Rika direkt an, ich Idiot? Das war nochmal extrem dämlich. Und er kann beißen. Beißen ist böse. Vergiss es. Kein Level-Up, hat noch nicht gereicht. Ganz knapp. Ob ich wirklich schon bereit für diese Scheiße hier bin? Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Tränke. Weil ich habe wirklich nicht mehr viel, ich bin noch nicht mehr im Schloss angekommen. Und im Schloss gab es auch eine Menge Blödsinn. Ei, wie war das nochmal? Da ist ein Schatten, gegen Schatten will ich nicht kämpfen, weil Schatten ist so... Moment, irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung. Ach, das ist der Scheiß. Ai. Stimmt, das ist der Scheiß. Oh. Ich erinnere mich gerade daran. Ich kann nicht überall hoch. Ich bin quasi in so einem kleinen unsichtbaren Labyrinth festgefangen. Und mir geht dieser Schatten auf den Sack. Das Einfachste wäre, sie einfach umzunieten. Aber ich glaube, nur Rika kann dagegen Schaden machen, ne? Ja gut, es sind Schatten. Es sind verfickte Schatten. Musst du mit so wenig HP überleben? Ja, super. Ne, ich glaube... Ich glaube, das geht nicht. Ich habe viel zu wenig Heilkräuter auch. Das geht so nicht. Ich muss mir vorhin mal gucken, was ich nochmal hier alles machen muss. Psycho, liebst du das? Super Heiltrank erstmal auf Erika. Letztes Heilkraut. Von den Schatten kommt zwar nichts mehr, allerdings kommt in den scheiß Geist aus einer Menge anderer Scheiß. So, erstmal gucken, ob ich hier zurückkomme. Ja, zurückkommen tue ich. Okay, dann würde ich eher sagen... ich muss einmal zurückgehen. Allerdings habe ich auch wirklich keine Lust. Ja, es ist ein bisschen doof. Was machen wir jetzt? Weil ich habe jetzt noch 7 Minuten Zeit. Ich merke selber, dass ich Tränke brauche, um weiterzukommen. Ja, es fehlte einfach Fred so gesehen. Wenn Fred da gewesen wäre, wäre alles in Ordnung. Wäre alles super. Stattdessen ist Fred jetzt nicht da und alles ist doof. Und wie sich der Ast wieder neu, Ist das so gedacht? Ich sag nichts mehr. Puh. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Im verkürzten Part? Ja, ich glaube, ist nicht allzu schlimm. Gut, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, ich gehe mal selbstständig nach... Wo gehen wir ein bisschen hin? Ich glaube, ich gehe mal selbstständig nach Questor zurück. Da gab es eigentlich, glaube ich, mit den besten Händen... Obwohl, ja, Questor... Ach komm, wisst ihr was? Machen wir selber. Wenn es nur ein Questor ist, und das ist auch nur ein Questor, ist nicht allzu weit weg. Das machen wir noch. Komm, scheiß drauf. Ich wollte es eigentlich euch jetzt nicht zeigen, wie ich jetzt so hin und her laufe die ganze Zeit. Aber Questor, komm, da können wir mal hingehen. Wir haben Lichtgeschwindigkeit, geht eh ein bisschen flotter. Komm her. Na, kommst du her?
Scheiß Lichtgeschwindigkeit ist in der Anschein doch zu schnell. Erg! Menü! Du? Nö. Auf jeden Fall im nächsten Part das Gruselhaus dann machen, oder wie gesagt, die nächsten Parts dann das Gruselhaus machen. Auch wenn ich nicht wirklich genau weiß, wie lang das nochmal war und wie viel Scheiße da drin war, bin ich aber doch relativ sicher, dass wir es in den nächsten drei Parts definitiv hinbekommen werden. Ach, schade. Das heißt, wenn wir auch ein bisschen leveln. Definitiv. Boah. Mal schauen, wie weit wir leveln werden. Also ein paar... Alter, geht's lang. Ein paar Level werden wir da gewiss holen. Vielleicht können wir unsere Übergangshöhle irgendwann mal hier hoch trainieren, falls ich Lust dazu habe. Dass wir so ungefähr Level 25 kommen, bevor wir zurück nach Trüten gehen. Wäre nicht schlecht. Sagt man, das Spiel ist nicht irgendwie darauf ausgelegt, dass man zwingend trainieren muss, aber ich glaube, es geht davon aus, dass man sämtliche Orte, die man besuchen kann, auch selbstständig besucht werden. So, wo war der Laden? Da ist er schon. So, haben wir voll? Haben wir nicht. Dann machen wir uns nämlich erstmal voll. So, Tränke bitte. Kaufen. Wie viel kaufen wir denn? Ich würde mal sagen, so soll 30 von allen haben. Ja, auf jeden Fall mehr. Lebenswasser sowieso brauchen wir auch für ganz viele. Gegengift eher nicht, aber Heilkräuter kann man gebrauchen. Ah, ich habe hier keine Super Magietränke, die ich kaufen kann. Na, schade. Und verkaufen kann man sich auch etwas. Mal kurz überlegen, was können wir verkaufen? Das Zackmesser zum Beispiel brauchen wir nicht mehr. Das Zepter der Herzen brauchen wir auch nicht mehr. Den Langbogen brauchen wir auch nicht mehr. Den Eisenpanzer brauchen wir nicht mehr. Die Ferro brauchen wir nicht mehr. Den Donner und den Lichtring behalte ich mal. Vielleicht können wir sie mal gebrauchen. Das Goldwappen, wofür es wohl gedacht ist. Keine Ahnung. I have no fucking idea. Werde ich nochmal rausbekommen, definitiv. Für irgendwas wird es schon gedacht sein. Und auch wenn wir jetzt irgendeinen Typen geben, der darauf abfährt. Boah, ihr habt Gold! Schenkt ihr es mir, dann kriegt ihr keine Ahnung was. Und der tiefste Angriffsattacke aller Zeiten. Her damit. Nein, ich habe jetzt keinen Bock mit Zombies zu kämpfen. Zombies sind ekelhaft und stinken. Wenigstens bin ich mal tranktechnisch soweit ausgerüstet. Sollte mir auch erstmal keinerlei Überraschung mehr entgegenkommen. So, das heißt, wir gehen auch zurück. Eine Minute soll es locker klappen. Und dann im nächsten Part dann in den, ja, in den Geister-Dungeon gehen, kann man ja sagen. Da bekommen wir auch einen ziemlich geilen Gegenstand. Und sonst weiß ich gar nicht, was bekommen wir da sonst noch? Ich weiß es echt nicht mehr, was wir da noch alles bekommen können. Ich weiß den geilen Gegenstand. Scheiße. Das ist zwar nur einer alleine, aber komm. Baum ist Baum. Da war ich. So, noch einmal aktivieren und dann sind wir schon da.
Sehr gut, dann würde ich sagen, ich beende hier den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder nächste Woche, wenn wir durch die Geister-Dungeon uns durchbewegen und hoffen, dass wir uns nicht erschrecken und nicht zu Tode sterben und auch alles finden. Bis dahin, tschüss.